Der Rennracker hockt dort. Der andere Racker ist auf dem Auto. Wir gehen auf den Merit. Oder muss ich sagen, über den Merit. Ja, das ist ein klassisches Bild, diese normale Aussicht, die wir haben. Gehen wir wo durch? Wir können mal so. Okay. Wir laufen da durch. Wir können verschiedene Wege laufen. Für zum Merit. Heute laufen wir diesen Weg. Es sind alle nahe. Also. Er hat noch ein bisschen einen Eindruck so ein bisschen von unserem Quartier. Überall hat man halt die. Oh, das ist ja wieder schön geblust. Schön. Es ist immer etwas im Blühen. Nie das Gleiche, aber immer etwas im Blühen. Und da haben wir jetzt die Kokosnüsse. Oh, schön. Da laufen wir da hinten. Wir haben uns vorgenommen, dass wir eigentlich jeden Tag ein bisschen laufen. Wir schaffen es nicht gegen. Aber häufig. Häufig. Es ist heute der 25. Dezember. In Thailand ganz ein normaler Tag. Ja, es wäre hilfreich. Ja, das ist eine Theorie. Schönes Haus, das ist glaube ich, eines der schönsten da an dieser Strasse. Mhm. Da vorne ist so ein Tümpel und dieser Reifen am Tümpel ist so ein Quartierbeizchen, das wir häufig gehen. Ah, jetzt gehört man auch der Luft im Mikrofon. Blast der Luft ein bisschen. Muss ich einfach ein bisschen lauter reden. Die ganze Familie mit Maske dafür, ohne Helm auf dem Dorf. Genau. Ist ein bisschen so. Jetzt ist es 10 ab 3 am Nachmittag. Ja, schon fast 4 ab 3. Und Samstag ist immer so ein bisschen der Grossmerit. Der Normalmerit ist jeden Tag, das, wo der Merit Hauen ist. Hauen, muss ich sagen. Mehrere. Samstag ist immer ein bisschen grösser, da haben sie die ganze Strasse zusätzlich noch abgesperrt und ganz viele Stänge und alles von Kleider über Esswaren, über ja, aller Gattung. So, da ist der Tümpel. Kann man da links und rechts schauen. Ja, links schauen, da geht es ein Quartier weiter. Wir laufen aber die Richtung. Ja. Da rechts sind ganz, ganz einfache Behausungen. Das sind so ein die einfachsten Wohnungen. Sie sind zwar wenigstens dicht im Sinne von sie Steinmauern, schon mal gut. Aber innen drin ganz einfach, ganz düster. Also, das ist nicht einfach. Da ist das Quartierbeizchen, wie ich gesagt habe. Da haben wir häufig auch gegessen. Schon gesehen habt. Ja. Ready, Grab? Oh, bei Salat, hey. Genau. Das ist einer von den Kerry da links. Das ist einer, der Päckchen bringt, so einen Kurierdienst. Übrigens kann man so solche Häusle mieten. So ein Haus ist quasi wie ein Einzimmerhaus. Das ist Haus und Badzimmer und also es hat nicht viel mehr als ein grosses Schlafzimmer. Ah, mich hat mir hier noch etwas gezeigt. Sternfrüchte sind reif. Die fallen hier alle runter. Überreif, ja genau. Ja genau. Sternfrüchte waren schon letztes Mal ziemlich reif. Das muss ich überreif sein. Letztes Mal, als wir durchgelaufen sind, sind sie noch gegangen. Alle. Eben so ein Seizimmerhäuschen, das ist ein bisschen mehr oder weniger ein besseres Hotelzimmer, ein bisschen grösser. Warte, da unten ist das Auto durch sein. Dahinter ist ein Haus mit einem Hund und die jungen Büsse, die sind mega süß. Der Hund bewacht die jungen Büsse. So herzig. Ja. Da ist der Rand vorbei.
eben die Häuser. Also ist mehr oder weniger einfach ein Schlafzimmer, das etwas geräumiger ist. Wie ein Hotelzimmer, einfach standalone. Mit einer Bad drin, Dusche, WC und dann das Pult, wenn du Glück hast, ist noch drin. Und dann fertig. Und so ein Teil kostet dafür. Ja, was wollen wir sagen? 20 Noten im Monat. Ja. Wir zahlen 100 Noten für ein freistehendes Einfamilienhaus, das quasi luxuriös ist. Zahlen wir 100 Noten im Monat. Das sind halt die Landpreise. Oder? Das kannst du natürlich nicht vergleichen mit der Grossstadt in Chiang Mai oder in Bangkok oder was. Da kostet etwas viel, viel kleineres, kostet ein sechsfaches, logischerweise. Hallo! Sehr gut. Naja. Da sieht man schon die ganzen Autos parkiert. Weil hier beim Watt, also beim Tempo, fängt das Ganze an. Das ist quasi der Startpunkt. Das ist der erste Laden, der Kleiderladen. Dann können wir halt viel Esswaren. Und Kleider und auch Gurt. Ja, genau. Falls du einen Gurt brauchst. So, jetzt laufen wir hier einfach gemütlich. Das ist auch immer da. Im BH-Sortiment laufen wir da gemütlich durch. Das sind Handyhüllen. Die gibt es auch überall. Für uns sind halt die Alpen so etwas tief, die Stänge. Das heisst, wir Ausländer müssen immer den Kopf ziehen. Übrigens auch was sehr kitschig ist, natürlich Spider-Man. Das heisst, sehr viel, wo rosarot ist. Und dann Superhelden-Sachen. Das ist typisch auch. Das sind ganz scharfe, sehr fein. Kakteen, lustigerweise, kann man auch überall kaufen. Armeehosen, das ist auch etwas, was man überall findet. Ich glaube, so ist Armeekleider. Socken, da muss ich wieder den Kopf einziehen. Ah, Weihnachten, hä? Gleich ein bisschen Einfluss. Kleider, okay. Uhren. Schuhe. Nehmen wir Frau. Oh, fein. Ich sehe gut aus. Jetzt ist Micha ist schnell. Hallo. Naja. Sie hat gesagt, ich soll ihr winken, wenn sie etwas soll kaufen bei mir. Aber sie ist so schnell, oder? Kann ich gar nicht machen. Ich werde euch schliesslich die Sachen zeigen, wie zum Beispiel hier die Torte. Warum das die nicht verlaufen, der Hitz, keine Ahnung. Da ist einer, der Jeans hat und Hosen. Hasu? Wenn du so schnell bist, kann ich ja nicht winken, wenn ich auf etwas Lust habe. Schuhe. Die sind 1,50 Franken, so ein Paar. Genau. Und die schon zusammen, ein Paar zusammen sind, kostet 2 Franken ein Paar. Die sind teurer. Es hat dort feine Ananas gehabt, kleine. Die hat ganz fein ausgesehen. Ja. Das ist halt auch so. Sie hat natürlich vor allem immer ganz viel. Da, so ein paar Jeans, 3 Franken. Die teureren sind vielleicht 3 Franken 50. Aber die meisten sind unter 3 Franken, 100 Watt. Und da die Stängel, die Grillsachen. Und hier noch die und wenn du irgendwie ein Messer brauchst, findest du auch immer Getränkstand, auch immer etwas Wichtiges. Wunderbar. Oh, was machen die? Döner. Aber das ist grundsätzlich super, aber es ist halt Bullenfleisch und nicht Lammfleisch. Was haben wir da? Ah, das sind süße Sachen und Käfer, genau. Käfer und Kokosnuss, kleine. Die sind auch sehr fein. Oh, die feinen Dings. Die feinen Avocado. Ah, die sind ja super.
elektronische Geräte, Kabel und so weiter. Jetzt auch immer. Da exotische Früchte. Jetzt auch Bananen. Wunderbar. Zuckerrohr. So eine Stange Zuckerrohr kaufen. Und natürlich immer Chili und Knoblauch und Zwiebeln. Immer. Ah, super. Und der frisch. Hey, kleine. Übrigens, wenn man kleine Kinder anredet, dann, was man vielleicht könnte übersetzen mit Menu, Stünku oder wie auch immer. Aber eigentlich ein liebes Wort, ein liebes allgemeines Wort für ein kleines Kind anzureden, ist Maus. Nu. Da tut man es als Maus anreden und sie haben Freude, das ist absolut normal. Es ist sogar so. Ganz kleine Krebschen. Es ist natürlich sogar so, dass jemand Jünger sich gegenüber jemand Älterem als Maus vorstellt, wenn er demonstrieren will, dass er bescheid und demütig ist. Also wenn zum Beispiel eine 20-jährige Frau mit einer 40-jährigen Frau redet, dann würde sie sich als Maus bezeichnen. Das ist eine Form von Respektsbekundung. Aber eben, wenn man mit ganz kleinen redet, dann kann man so auch als Müs ansprechen, das ist auch so. Was hast du gekauft? Papaya. Oh, sehr gut. Sehr fein. Davor ist der erste Farang, den ich je gesehen habe, am Markt. Schön. Und da hinten ist übrigens der Coiffeur. 15 Franken, Damen-Coiffeur. Sehr teuer. Also teuer, ja. Ich zahle keine 2 Franken. Mal 2 Franken. Ja. Ja, mit dem Trinkgeld. Ich zahle etwa 2 Franken. Aber eben. Das sind Tamarinde. Die sind ja. Das ist lustig. Die Erdbeere, die sehen häufig noch so ein bisschen weiss aus. Aber sie kaufen die und essen die so. Ich weiß nicht warum. Kakteen habe ich schon erwähnt, das kann man auch häufig kaufen. Die Katze ist nicht zum Verkauf, die bewacht. Oh, da haben sie wieder. Vielleicht können wir halt am Samstag auch einfach Sachen fürs Essen kaufen und dann essen sie es daheim. Das ist häufig so, man kauft draussen das Essen, das schon fertig ist, und daheim macht man es nur noch warm, wird es aufbereiten. Oh, schau mal da. So fein. Das ist, ja. Und was ist das Rote da drin? Das weiß ich nicht. Das sieht fein aus, das kenne ich nicht. Auch schon. Das ist sogar Zubehörteile von Steinschleudern. Steinschleudern ist etwas sehr Beliebtes. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wilde Tiere verjagen von den Feldern. Da haben sie Fische. Die ähnlichen Fische. Viel frittierte Sachen, eben Gemüse. Ja, viele kochen nicht selber, sondern kaufen das Essen grundsätzlich extern. Und so an einem Merit hat man einfach ein bisschen mehr Auswahl als sonst. So. Aber es gibt viele, die das auch sonst machen, die nicht selber gross kochen, gerade die junge Generation. Die Älteren schon, die kochen noch alles selber daheim. Es ist ja auch günstig, wenn man sieht, oh, okay. Das ist Kalsoi, oder? Das ist ja der Nudler. Ja. Muss ich auch. Hä? Ja. Dann müssen wir es mal schauen. Es schneit nichts. Das ist doch einfacher. Ich trage es nach. Das sind so die Baby-Ananässli, die kleinen Ananässli, die kosten was sind 10 Baht? 35 Baht ist ein Franken, also 10 Baht sind 30 Rappen. So Mini-Ananässli, 30 Rappen. Wir haben auch bei uns im Quartier so ein Ananasfeld, also das ist schon überall. Bananenblätter. Sachen, die hier grilliert werden. Sehr fein. Das ist es. Ja, das ist auf die Seite stehen.
Wenn ich sage, dass ich vertrage, muss ich die auch. Schaffen wir gleich. Okay. Es war auch ein bisschen Musik. Es ist nicht ganz so laut wie jetzt zum Beispiel in den Philippinen. Dort ist grundsätzlich Musik häufiger und lauter. Aber es hat Augen, das auch typischerweise an einem. Oh, ich mache das Toast. Einbach, wo sie toastet. Gerade so typischerweise am Merit und so gibt's schon auch viel Musik. Oh, man hat es auch gehört, ist sehr fein. Wunderbar. Die Avocado sieht auch sehr fein aus. Oh, und wenn sie tut so Eier in so kleinen Bauern kochen. Ah, das ist ja super. Das ist ganz fein. Und da macht jemand eine kleine Pizza. Und zwar so in einem Topf. In so einem mit Oberhitze und Unterhitze. Und dann gibt es eine Pizza. Es schmeckt halt ein bisschen anders. Halt. Der Boden ist ein bisschen brotig. Aber ja, das geht. So, wieder ein bisschen Grillade. Oh, ganze Fische. Mmh. Wunderbar. Und alle jenste Töpfe, wo man einfach sagt, ich nehme ein Tung von dem und ein Tung von dem. Also Tung heisst Sack. Ein Sack von dem, ein Sack von dem. Auch bei den scharfen Sachen. Oh, das sind ganz scharfe Salate. Oh, das sieht ja gut aus. Ja. Ja, nein, die machen wir jetzt nicht so. Aber von dem Hackfleisch ist der Finger. Was ist das? Hallo, mein? Hallo, mein? Ich bin Mo, mein Kaffee. Mo. Oh, okay. Geh nicht um, schau mal. Mein Seilöd, schau mal. Seilöd, mein? Ah, oh, oh, oh. Schau mal. Ah, das ist gut, haben wir noch gefragt. So eine dunkle Soße. Genau. Sie tut ein bisschen Blut in die Soße, hat sie gesagt. Also, können wir es nicht nehmen. Es gibt nicht viel Gerichte, die Blut drin haben, aber es gibt es ab und zu. Also müssen wir schon fragen. Wenn wir es nicht kennen. Oder wenn wir ein Restaurant nicht kennen, wo wir essen oder so. Es ist im Norden ist das also so. Das sind ganz süße Sachen, so Klebersachen und Tapioca-Sachen. Das ist wunderbar. Interessant ist ja die Soße, die selber drin ist. Das ist fast ein bisschen wie Kondensmilch. Das ist ganz cool. Das ist auch eine Mischung zwischen Kondens und Kaffee. Auch schon, ja. Da ist der Fahrer, ein anderer Ausländer. Das ist selten, dass wir ein Ding haben. Hamburger, yeah. So cool. Eben, ich ermuntere euch auch ein bisschen, die Leute ein bisschen zu studieren, ein bisschen zu betrachten, das Publikum, die Art Leute, wie sie angelegt sind, die hier. Masken. Ja, aber auch solche, die fast in Trachten kommen, andere, die fast in Pyjama kommen. Also, das Spektrum ist da wahnsinnig breit. Oh, die sind Pilzchen, die müssen feine Pilzchen haben. Unglaublich. Süße Sachen, eingelegte Sachen. Und so mit Kokosmilch. Bauerli backen. So fein. Oh, da gibt neue Fische auf dem Grill da. Cool. Ah, die andere ist von dem Pizzastang, wo ich auch schon Pizza hatte. Die geht entgegenkommen. Oh, da ist noch Sushi. Die sind relativ klein. Aber ich muss auch nicht mehr als ein Smoothie geben. Oh, so Hühner, das ist immer sensationell. Das ist auch Hühner vom Grill. Oh. Wie heissen die Fische da? Das sind Makrelen. Makrelen? Ah. Sehen wir so lustig aus. Was? Oh! Ihre ordentliche, geröchnete. Ja, Gungsine. Geröchnete. Shrimps sind das. Die sie quasi wie als Gewürz drin tun. Oh, verschiedene Grösse. Und jetzt sind wir am Schluss. Das wär's. Ja, ist gut, ja.
Ich laufe jetzt hier noch zurück, ich mache hier die Schleife, damit ihr noch ein bisschen hier die zwei verschiedenen Käfersorten noch ein bisschen sehen, die man noch kaufen kann, die fein sind mit scharfen Soßen. So ein bisschen Snacks. Aber es ist nicht ein Müssen natürlich, aber nur zum zeigen, dass die sie nicht nur den Touristen verkaufen, das tun sie auch selber essen. Übrigens, wenn man auf das Publikum achtet, das hier rumläuft, man sieht auch die unterschiedlichen Ethnien. Man sieht zum Beispiel, wer ist eher der klassische Thai, wer hat so eine Abstammung von den Bergstämmen. Sie haben unterschiedliche Tänen, unterschiedliche Gesäune auch. Gut, in der Maske ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber das ist. Oh, ganz viele Donuts. Oh, süßes Zeug. Oh, darf nicht schauen. Ist sie so wein? Ach, darf nicht schauen. Ja, das ist auch noch etwas sehr Interessantes, die Unterschiede. Und wenn jetzt hier zwei vor uns zum Beispiel seine Umhängetaschen mit dem grünen Bengel und links unten hat er so die Anhängtasche, das ist auch ganz klassisch, dass er von einem Bergstamm kommt, der genau diese Farbe hat, genau diese Muster hat. Genau. Und an dem Mann sieht man er und sie auch zum Beispiel mit diesen Zötteln. Also man sieht häufig an der Tasche an, was sie von welchem Bergstamm das sie sind. Und das ist noch interessant. Auch wenn sonst Kleider westlich sind, aber die Tasche, ihr Umhängtäschchen, das ist immer noch klassisch. Das bleibt, das gilt einfach noch als Identifikationsmerkmal. Das gehört irgendwie zu ihrer Identität. Das ist schon noch spannend. Da müssen wir jetzt links abbogen. Laufen wieder generell Richtung daheim. Kappen. Einhornkappen, super. Unsere Katze hat eine Freude. Und Kuhoberteile. Okay, warum nicht? Eben, wir laufen jetzt hier am normalen Merit noch vorbei. Wenn wir jetzt hier Richtung heim laufen. Da die Bäckerei, die hat ganz feine, süße Sachen. Dessert. Ah, ich darf gar nicht her. Jetzt habe ich immer ein bisschen Ananas. Das ist die Nacht. Hätte ich mir so etwas zu Nacht nehmen? Nein, ich hätte vielleicht eine kleine Pizza nehmen. Das hat mich nicht gewusst. Du meinst ein Beleidsbrot? Ja, das Beleidsbrot. Beleidsbrot kann ich dir auch machen. Okay, gut. Oh, ich habe dieses Mal Käsepizza gemacht zum Mittag. So eine Quattro Formaggi-Variante. Ah, das war super. Eine Mischung zwischen Flammkuchen und Käsepizza. Das war ganz cool. Ah, ja, sind nicht die süßen Sachen da. Hier, das ist der Normalmarkt, das ist eben das, in diesen Hallen hier. Hier rechts in diesen Hallen, links in diesen Hallen. Kannst du mitkommen? Ja, ich komme heute mit, einfach so viel aus. Ich kann dir auch, weißt du was, gib mir den Kürbis, ich kann den tragen. Danke. Die hat Hühner da. So. Und das ist das, was ich mich schon gut kennen kann, das ist das, wo wir regelmässig gehen. Wo wir eigentlich jede Woche zwei, drei Mal. Die meisten Thailänder gehen jeden Tag auf den Merit. Aber wir vielleicht zwei, drei Mal. So. Je nachdem. Da. Ich kann beim Verhandeln schauen. Nein, es sind Wichtigspreise. Wir würden auch nicht wirken. Wir würden auch nicht handeln, selbst wenn wir könnten. Nein, es ist immer alles angeschrieben. Und wir müssen immer aufpassen, dass sie es nicht zu viel schenken, dass sie es nicht zu günstig geben. Es ist ja viel zu lieb. Ah, oh, zwei Mann, krass. Oh, DJ Mann. Na, Aroi. Kaufen, krass. Ich habe gesagt, Löi, hat sie gesagt, das Löi, das ist so ein bisschen eine Betonung. Das ist ganz herzig. Wo ist jetzt? Jetzt habe ich meine Frau verloren. Ah! Ich bin schnell gesehen.
Das ist gleich, wir gehen mal voraus, wir lassen sie einkaufen. Wir schauen jetzt mal noch ein bisschen, was hier noch ein bisschen rum ist. Da sind die getrockneten Fische, die, da bin ich nicht so Fan. Wirklich intensiv. Da haben wir die einzelnen Sachen. Reis, Zucker. Oh, rosa-rote Eier. Sind das Gänse-Eier oder so? Oh nein, das sind die blauen, das sind die hellblauen Gänse-Eier. Da wieder getrocknete Sachen, getrocknete Pilze, getrocknete Fische. Ah, das ist so ein Gewürz, die runden Sachen, die so in Päckchen geschnürt sind. Da tun sie Eis in eine Suppensaut. So ein bisschen wie ein Bouillon quasi. Ganz interessant. Ja, die haben eine andere Art zu würzen. Was wir hier noch haben, verschiedene Würste. Ah, frittierte Sauhaut. Das ist auch etwas sehr Feines, so etwas zum Knabbern. Also jetzt wirklich. Also das ist wirklich fein. Da haben wir auch verschiedene. Ah, die Mini-Mandarinen sind dort. Ja. Ich würde ja ein bisschen gegenlicht, das sieht auch schlecht. Hier laufen wir zurück. Die frittierte Sauhaut ist wirklich fein. Ah, die ist so... fast wie ein Bonchips zum Essen. Der verkauft noch Hundefutter und Katzenfutter. Wir nehmen uns beim Tierarzt. Das kostet auch gleich viel, nicht viel teurer. Aber wir sind sicher, dass es gute Qualität ist. Unsere gewöhnten Katzen haben gerne eine Abwechslung. So. Jetzt, was haben wir da? Gehen wir da mal drüber. Der Teil, der hier abgittert ist, quasi, wie man sieht, das sind Fleischsachen. Offene Fleisch, offene Fisch. Die sind in einem separaten Bereich. Der quasi abgetrennt ist. So. Und der wird auch hygienischer gestaltet. Man kann alles abwaschen. Überall ist Wasser vorhanden, dass man das alles abspritzen kann. Und so. Ja, ist ein bisschen anders. Aber die trockenen Sachen da, die werden nicht abgeräumt am Abend. Oder? Aber logischerweise mit dem Fleisch muss man anders umgehen. Oh, ganze Knoblauch. Und Erdnüsse kann schon überall kaufen, weil das ist wichtig. Und hier haben wir die hübscheste Einkäuferin heute, Merit. Oh, ein Riesenriebel. Ah, die Pilzchen hier. Pilzchen kaufen. Da gibt es ein Plastikdeckchen. Dann haben wir das füllen und dann sie einfach zusammenstellen. Dann gibt es am Schluss der obligatorische Plastiksack. Es gibt immer Plastiksack. 100.000 Plastiksack. Das ist Katastrophe fürs Klima. Du musst die Leute nicht ändern. Als Tourist musst du einfach. Also, Tourist, ja, mal. Wir sind Ausländer, wir sind auch nicht daheim. Selbst wenn wir daheim wären, du kommst gegen die Mentalität von einem ganzen Volk nicht an. Ah, Reis. Verschiedene Sorten Reis, verschiedene Mengen Reis. Kleine Tomaten. Fein. Das ich sehe, ist im Umgang mit der Natur, im Umgang mit Wegwerfprodukten, im Umgang miteinander auf der Straße, im Verkehr. Du kannst die Leute nicht ändern, du musst einfach irgendwie können damit umgehen, ohne dass du rumkommst. Ah, Ingwer, Galangal, sehr fein. Kürbis, verschiedene Salat. Wunderbar. Und Händchen. Warum hier Händchen? Keine Ahnung. Naja. So. Hier geht es übrigens weiter. Das ist der kleine Teil hier. Wir sind durch den grossen Teil sind wir durchgelaufen. Wir sind nicht durch jeden Gang, aber... ja. Oh nein. Das ist es. Dem frage ich gar nicht danach. Das ist eine Frucht, die ich gar nicht gerne habe. Das ist eine Stinkfrucht. So. Jackfruit und Durian. Das sind ja zwei, die ähnlich schmecken. Beide nicht fein sind, beide aber sehr teuer sind, muss ja als Delikatesse gehandelt werden. Ich weiß nicht warum. Da ist gleichzeitig noch so ein bisschen Dörfabstellplatz, was für uns nicht relevant ist. Da haben wir zu Fuss kommen. Genau. Also es ist nicht so, dass wir alles würden kennen, was man kaufen kann. Wir tun auch nur das, verarbeiten, Küche.
Koch essen, wo wir wissen, wo wir kennen. Aber es würde ja sehr viel anderes geben, wo man mal ausprobieren könnte. Es ist sehr interessant, wenn man mit jemandem Regionalem, also mit einer Thai-Frau, so über den Markt geht oder auch nur, schon nur von Haus zu Haus unterwegs ist. Oder so, was die alles wissen. Ah, das kann man essen, das kann man essen, und das ist gesund, und das ist Medizin, und das ist unglaublich, was sie für ein Wissen haben. Wir sind hier sehr beschränkt in unseren Fähigkeiten, Sachen zu erkennen und zu nutzen. Und selbst für uns ist es immer noch eine grosse Vielfalt, die atemberaubend ist. Geschweige für Leute, die die wertvollen Sachen auch wirklich kennen. So. Dann laufen wir hier wieder richtig heim. Aus dem Spaziergang. Es war quasi ein geführter Spaziergang über den Merit. Da sind auch noch einige Fische und Krebeli und Scampi und solche Sachen. Tintenfisch auch häufig. Das ist interessant. Sie haben häufig Tintenfisch und sie machen ihn auch gut. Also ich habe ihn noch gerne. Wie sie den Tintenfisch machen. Muscheln auch, aber weniger häufig. Aber Tintenfisch können sie halt auch relativ gut transportieren. Was ein bisschen komisch ist, ist in dieser Flüssigkeit, wo der Tintenfisch gekühlt und transportiert wird, die ist ungesund. Das heisst, wenn man hier Tintenfisch kauft und zubereitet, dann muss man ihn daheim zuerst gut abspülen. Nicht, dass man von dem Konservierungsmittel dort noch dran hat. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber wie das halt ist. Andere Länder, andere Sitten. Das ist Kaktuskaffee hier oben links. Was hier oben links angeschrieben ist. Kektat. Also Kaktus. Das ist quasi das englische Wort für Kaktus. In der Thai-Version aufgeschrieben. Da gibt es auch. Ah, das ist aber der Dings, genau. Die Pfaste, die wir aber brauchen. Wenn ich mit dem Auto unterwegs sind. Da kannst du auch Kakteen kaufen, übrigens. Aber es ist vor allem ein Kaffee. Ja. Das ist schon unterwegs. Ja. Gut. Jetzt sind wir schon wieder in einem sehr viel ruhigeren Teil. Wie man sieht, wir schlendern hier wirklich in Zeitlupe-Distanz quasi zum Merit und zurück. Und es ist alles so eine Röcher. Es ist angenehm warm, es ist nicht heiß. Wir haben etwa 26 Grad heute. Also ideal. Natürlich ist die Sonne heißer, aber grundsätzlich ist es nicht sehr heiß im Moment für den Tag durch. Der Vorteil vom Winter. Der baut uns immer an, der kennt uns doch schon lange, aber irgendwie das Gefühl, muss jedes Mal ein bisschen wuffeln. Tut er nicht? Nicht wuffeln? Ah, drum, ja, genau. Er ist Kameraschleicher. Das muss es sein. Da vis-à-vis haben sie irgendwie ein Haus gebaut. Das ist jetzt in den letzten 2-3 Wochen, haben sie das aus dem Boden gezogen. Das, was so rot angemalt ist. Jetzt haben sie hier schon ein grosses Gitter vor dran. Aber wir wissen immer noch nicht, was es für einen Laden gibt. Wir vermuten, dass es einen Laden gibt. Aber wir wissen nicht, was für einen. Es ist nicht angeschrieben. Und das komische Rot. Man sieht immer noch nichts. Ja. Ich bin mal gespannt. Jetzt sind wir schon wieder auf dem Sonne oder Schatten? Schatten. Jetzt sind wir schon wieder auf dem Strössli für Hei. Ich hatte mein Cardio-Training, indem ich Kameratouren hatte. Ja, mach das mal. Halbe Stunde da. Ja, die Körper dreht. Ja. Kameraträger, der rechte Arm ist müder als der linke. Jo. Da sieht man auch so ein bisschen beim Hinteren laufen, das ist ein Nachbar, genau. Der Hupen ging. Dann muss eins von den Kindern die Türen auftun. Ja.
Das wollte ich sagen, wir haben hier auch verschiedene Qualitätsstandards, die man sieht, vom Häuserbau beim hinteren Laufen. So ein bisschen Genuss ist überall, das ist unabhängig vom Standard, aber gewisse Sachen sind ein bisschen besser gebaut als andere. Das ist ein gehobener, durchschnittlicher Standard, das mit dem blauen Dach. Nicht neu, wahrscheinlich auch nicht bewohnt, aber grundsätzlich typisch, sehr typisch. Das links ist unterer Standard. Leider auch Standard. Es gibt viele Menschen, die effektiv so wohnen, in so einem Holzhaus. Das sind die nicht dicht sind. Und unseren Nachbarn hören wir immer husten. Das heisst, wir wissen, dass da jemand wohnt mit einem furchtbaren Husten. Zu unserem Daheim. Ja. Hat uns gefreut, euch ein bisschen mitzunehmen. Zum Empfangskomitee ist hier. Zum Abendspaziergang. Ah, ja, du siehst, die Katze ist immer noch auf dem Auto. Und die andere hat sich nur geringfügig weiter bewegt. So. Also. Ja. Gut, Nummer 1, Nummer 2. So ist das. Also, dann wünschen wir hier mit dem obligatorischen Palmenbild inklusive der typischen Stromkabel einen lieben Grüß aus Thailand. Servus!